Herzlich willkommen zu einem weiteren Überraschung-Date von Netti. Wir sind nämlich mit Eulen spazieren in Hegedorf im Kanton Solothurn. Jeder bekommt bei dieser Wanderung seine eigene Eule. Nathalie hat gesehen neu bekommen. Und ich habe den Rufus bekommen. Er ist ein bisschen verstrubbelt, weil er ein Baby ist und nicht so schön frisst. Buchen haben wir das Erlebnis auf eulenzeit.ch und die Wanderung startet hinter dem Haus von Gabriela und Marcel in Hegedorf. Die Wanderung geht durch die atemberaubend schöne Teufelsschlucht, auch ein Geheimtipp einfach so zum Wandern für euch. Die Eulen werden auch als Therapieeulen eingesetzt und besuchen zum Beispiel auch Altersheim. Die Eulen sind zwar angebunden, aber sie würden den Tag durch auch in der Natur regungslos auf einem Baum sitzen, wegen ihren Fressfeinden. Der Rufus zum Beispiel ist gemütlich am Dösen. Die Eulen sind wenige 100 Gramm schwer, es ist also nicht anstrengend, um sie zu tragen. Auf der eineinhalbstündigen Wanderung haben wir sogar noch Gems angetroffen. Die Eulenwanderung kostet 50 Franken pro Person und man lernt sehr viel über die wunderschönen Tiere. Es ist Open End und zweimal in der Woche. Danke dir vielmals für's Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei dir, Praktikant. Und die Praktikantin.